Hey Kinders, was geht bei euch ab? Ich habe kurz ein paar wichtige Infos und Fragen an euch, wegen der aktuellen Upload-Situation. Ihr habt ja mitbekommen, dass Far Cry jetzt da ist. Ich selbst habe es auch erst dann mitbekommen, als es eigentlich schon fast da war. Und zwar einen Tag vorm Release. Haben mich ganz viele Leute gefragt, wie sieht es mit Far Cry aus? Wow. Und ich so, hä, wie, das ist schon da? Was labert ihr? Einige haben sich schon runtergeladen. Also man konnte sich ja preloaden, damit man dann nachts direkt loslegen kann. Und da habe ich gesagt, shit man, Far Cry, ich bin Fan, also nicht Riesenfan, aber ich bin halt ganz normaler, gerne Spieler dieser Reihe, seit dem ersten Teil. Und ich dachte mir, shit, ich brauch den. Also habe ich mir es direkt geladen, klar. Und wie ihr jetzt vielleicht gemerkt habt, auch hochgeladen. Und das ist jetzt der wichtige Punkt, speziell an dieser Stelle jetzt gerade, für die ganzen Leute, die an den Giveaways interessiert sind, die kommen jetzt ja auch alle 10 Tage, das heißt, man hat eigentlich immer die Chance, irgendwas zu gewinnen. Aber natürlich auch an alle anderen Leute, also an die festen Zuschauer, die schon immer da sind. Und zwar erstens an die Giveaway-Leute. Ich hab's zwar... Was macht denn jetzt der Fall da noch, Alter? Naja, was ich den Giveaway-Menschen jetzt speziell sagen wollte, ich hab's zwar gestern schon erwähnt, aber ich sag's jetzt nochmal, ihr müsst nicht alles schauen. Also ihr solltet jetzt nicht denken, der macht ein Giveaway, lädt dann auf einmal 30 Videos am Tag hoch. Ich lade gerade viel hoch, ich weiß, aber es hat nichts mit dem Giveaway zu tun. Ihr braucht die Sachen nur zu gucken, die euch gefallen. Wenn ihr reine CSGO-Zuschauer seid, dann guckt jeden Tag um 17 Uhr das CSGO-Video. Und nichts anderes. Auch wenn da 30 andere Videos kommen, müsst ihr sie ja nicht gucken. Ich will es nur nochmal erwähnt haben. Weil es jetzt vielleicht so aussehen könnte, als wenn ich euch jetzt irgendwas, ne, also cool bleiben. Das, was ihr wollt. In dem Maße, wie ihr es wollt, okay? Das zählt natürlich generell für alle Leute. Ja. Und jetzt noch die Frage an alle Leute, die generell da sind, die oft da sind und auch gerne bei mir reinschauen. Wie ist es für euch, also diese Far Cry-Geschichte? Ich weiß, dass es vielen gefällt, aber dem Großteil eher nicht zusagt. Man merkt ja allein schon an den Kommentaren, an den Likes und an den Klicks, dass die viel, viel weniger sind, wie jetzt halt bei einem Overwatch oder sonst was. Das heißt, das CSGO-Klientel ist da nicht komplett drauf gestürzt auf Far Cry, was mir auch vollkommen klar war. Wie ist das so? Fühlt ihr euch überfordert, weil da so viele Videos sind, oder sagt ihr euch, ist mir egal, was da kommt? Ich gucke jeden Tag um 17 Uhr mein CSGO-Video und wenn um 13 Uhr irgendein Special-Video kommt, gucke ich das auch noch. Aber Far Cry ist nicht so meins und das macht mir auch nichts aus, das ist ja als Zusatz da. Denn genauso führe ich den Kanal. Also ich mache nichts weg dafür, dass dann was anderes kommt, sondern ich habe nach wie vor diesen festen Ablauf, der einfach nur erweitert wird. Also es gibt dann immer Zusatz. Wie ist es für euch? Stört euch das arg, wenn da so viel kommt auf einmal? Sind manche vielleicht verwirrt oder so, oder finden nicht das, was sie gucken wollen. Also es gibt Kanäle, die dadurch kaputt gegangen sind. Für mich ist es auch minimal irritierend, wenn ich meinen Kanal so sehe, weil ich auf einmal so viele Let's Plays habe, also so viele Let's Play-Videos, und ich habe eigentlich keinen Let's Play-Kanal oder zumindest keinen typischen Let's Play-Kanal. Ich bin ja eigentlich ein Gaming-Kanal mit schnell geschnittenen Inhalten, cooler, lustiger Scheiß und so weiter. Ich will damit nicht sagen, dass Far Cry nicht so ist, nur es ist halt ungeschnitten. Es ist wirklich dieses... Bei mir war es irgendwann so, dass ich, als ich geschnittene Gaming-Videos entdeckt habe für mich, dass ich dann keine ungeschnittenen mehr sehen wollte. Ich fand das dann voll langweilig. Ich glaube, es ist auch noch heute so. Ich bin vielleicht aber auch einfach nicht der richtige Zuschauer. Ich glaube, ich bin keiner, der so lange sich gerne etwas anguckt. Ich bin eher der Hyperaktive, der sofort was anderes will. Also passe ich da wahrscheinlich eh nicht gut rein und sollte auch nicht von mir auf euch schließen. Es scheint ja auch sehr vielen zu gefallen. Also worauf ich hinaus will, ist es schlimm für euch, dass es jetzt gerade so läuft, dass so viele Videos kommen und vor allem, dass da so viele Let's Plays dabei sind. Mit dem Hintergedanken, dass alles andere, was ihr gewohnt wart, also jetzt CSGO zum Beispiel, jeden Tag um 17 Uhr, dass es ja trotzdem noch erscheint und der Rest nur Zusatz ist. Das heißt, der Upload-Plan hat sich jetzt stark vergrößert. Es gibt jeden Morgen um 8 immer noch Fallout oder Far Cry, das wird dann wahrscheinlich abgewechselt. Dann gibt es einen extra Zeitpunkt, und zwar jeden Morgen um 11, Far Cry. Dann gibt es die 13 Uhr Vorstellung, die auch die ganze Zeit vorhanden war, beziehungsweise die manchmal kam. Ich habe früher immer gesagt, 13 Uhr werde ich, wenn ich Zeit habe, immer ein Special-Video oder irgendwas hochladen, also egal was. Ich stelle ein Spiel vor, ich laufe hier rum, ich mache euch Informationen, ich pull mir Marsch, wie auch immer. Diese 13 Uhr Geschichte bleibt auch und ist dann aber im Moment entweder ein Special Video, wenn ich es schaffe von der Zeit her, irgendwas Cooles, oder Far Cry. Gut, speziell heute kommt noch dieses Video, das ist aber hat aber keine feste Zeit, das lade ich wahrscheinlich um 15 Uhr oder so. Dann kommt die tägliche 17 Uhr Vorstellung. Counter-Strike, irgendwas mit Counter-Strike. Und dann noch, durch Far Cry, um 21 Uhr eine weitere Far Cry-Folge. Das heißt, wir haben jeden Tag mindestens eine CSGO-Folge, vielleicht auch mehr. Wir haben jeden Tag mindestens 3 Far Cry-Videos. Dann kann täglich noch ein Special-Teil kommen und Fallout. Aber Fallout habe ich jetzt gerade nichts aufgenommen, da muss ich zugeben, da kam jetzt, glaube ich, heute gar nichts. Ich will es nicht vernachlässigen, ich habe es nur mal wieder halt vernachlässigt. Ja, dass ihr da Bescheid wisst. Eine Sache war es noch. Ach ja, wichtige Kommentare. Es sind jetzt mittlerweile wirklich sehr viele Kommentare am Tag, meistens einige hundert. Und ich beantworte auch nach wie vor alle, das wisst ihr, das kriegt ihr auch mit. Manchmal dauert es zwar einen Tag, vielleicht sogar zwei, bis ich dann letztendlich auch den letzten Kommentar durchgearbeitet habe, aber es passiert. Mir fällt es jetzt aber sehr, sehr schwer, auf Antworten von Antworten zu antworten.
Habt ihr richtig verstanden? Ne, wenn sich da so ein kleiner Kommentarbaum entwickelt hat, aus einem Kommentar heraus und jemand ganz unten was Neues geschrieben hat. Also am Ende des Kommentarbaums, der so, na, ihr wisst, was ich meine, viele Antworten. Das ist für mich jetzt immer schwieriger zu lesen, denn ich arbeite die Kommentare immer am Community-Tab durch. Also ich gehe nicht hier nur die Videos, sondern ich gehe oben rechts auf Videomanager und dann links auf Community und dann auf Kommentare. Weil da alle Kommentare für mich einfach untereinander stehen. Oben der aktuellste, unten der älteste. Das heißt, ich gehe immer da drauf auf Kommentare, scroll ganz runter bis zu der Stelle, wo ich schon kommentiert hatte und gehe eins darüber zu dem Kommentar, der noch nicht kommentiert ist und fange da wieder an und kommentiere mich nach oben durch. Also ich kommentiere wirklich alles. Aber Antworten werden nicht oben als neuer Kommentar hinzugefügt, sondern sind ganz unten dann irgendwo drin. Vor allem, wenn ihr ein paar Tage später antwortet. Das heißt, dann seid ihr ungefähr 300 oder 400 Kommentare unter meinem aktuellen Stand und antwortet da irgendwo drauf. Und das ist für mich jetzt immer mehr unerreichbar. Weil da müsste ich runterscrollen. Ich müsste immer auf Verdacht 400 Kommentare, die ich schon kommentiert habe, runterscrollen und schauen, ob jemand auf eine Antwort geantwortet hat. Das habe ich früher immer gemacht. Da waren es aber auch nicht so viele. Ne? Da waren es dann vielleicht nur 100 am Tag. Und da ging es dann irgendwie noch. Und mittlerweile ist es echt ein Krampf. Ich sehe zwar auch oben an der Glocke, wenn jemand gerade was geantwortet hat, dann kommt da eine 1, ich klicke drauf und dann würde ich das sehen. Aber die Glocke zeigt auch normale Kommentare an. Das heißt, da steht dann manchmal einfach plus 99 oder so. Und dann ist es für mich unmöglich, an Antworten von Antworten zu kommen. Was ich damit sagen will, wenn ihr wollt, dass eure Nachricht, euer Kommentar gelesen wird, schreibt einfach 9. Also mit einem Add, wenn ihr wollt, dann damit derjenige, auf den ihr antwortet, Bescheid weiß. Aber ihr müsst einfach dann einen neuen Kommentar schreiben, weil der wird bei mir wieder ganz oben eingelistet, als aktuell, vor 3 Sekunden kommentiert sozusagen. Das heißt, darauf antworte ich wieder zu 100%, aber eine Antwort auf eine Antwort auf eine Antwort könnte verloren gehen. Also wenn ihr was Wichtiges habt, einfach neu verfassen, den Kommentar. Und schon sehe ich's und kann's halt kommentieren. Ja, das war's soweit. Vielen Dank für eure hoffentlich kommenden Antworten und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Thumbnail. Ciao, ciao.